2019. Die Rose am Kopf gibt es seit 19 Jahren und wir drehen dieses Jahr die Folge 450, ein neues Jubiläum, was wir geschafft haben, und wir sind sehr stolz darauf. Das ist der 4. Fantag, den wir dieses Jahr haben, und das Besondere ist, dass wir tatsächlich Kontakt mit dem Zuschauer haben, den wir sonst nie erleben und die Begeisterung hautnah spüren, die man sonst eigentlich nur ganz nüchtern an der Quote sieht. Bis jetzt hat mir am besten die Tour gefallen, die ging ja eine Stunde, dass man mal wirklich ins Büro von der Stockel reinschauen kann, ins Vernehmungszimmer, wo dann der Michi sagt, wenn Sie bitte mitkommen möchten am Ende, das ist dann schon, man ist mal wirklich nah dran. Man kann mal Autogramme sammeln, man kann auch mal Fotos mit den Schauspielern machen, die man ja so eher mit der größeren Distanz her nur kennenlernt. Da ist einmal hautnah zu treffen, wirklich etwas ganz was Besonderes. Perfekt, danke. Ein absolutes Muss für jeden Rosenheim-Kopf-Fan.